Wadi, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Infinite Fusion. Jeden zweiten, jeden dritten Tag, je nachdem wie ich es schaffe, streue ich mal so eine Folge von diesem crazy Fusionsgame mit ein. Ihr habt es ja schon in der letzten Folge vielleicht gesehen, falls nicht, dann schaut nochmal in der Playlist, in der Free-to-Play-Playlist eine Folge zurück. Da findet ihr schon mal die erste Folge und ihr wisst also dann, worum es geht. Im Endeffekt kann man hier Pokémon fusionieren, also nicht nur die normalen ersten 151 fangen in dem Fall, sondern diese auch miteinander kombinieren, fusionieren und total crazy. Und hier haben wir schon die erste total crazy Pokémon rauskriegen. Spearowran. Ich würde mir dieses Pokémon unheimlich gerne fangen. Nidoran mit Habitak kombiniert. Scratch. Okay, der zieht mir auch nicht wirklich was ab. Uiuiui. Ich habe gut low gemacht. Alles klar, back. Pokéball? Use? Come on. Spearowran. Ich finde diese Kombination einfach nur ultra crazy. Nice. Spearowran was caught. Set. Guckt euch das mal an. Pokédex-Eintrag 4400. Da müsst ihr euch mal vorstellen, wie viele verschiedene verrückte Pokémon es hier gibt. Was haben wir denn hier? Müsste ich aber runterjumpen. Habe ich jetzt mal gemacht. Oranberry? Was mir das bringt, weiß ich nicht. Aber, okay, das war dieser Weg, das heißt hier wieder hoch, up, und der nächste Fight, vielleicht die nächste, nein, ein normales Radfratz. Also die normalen Pokémon sind ja hier schon uninteressant. Ich überlege ja immer noch, mit welchem Pokémon ich mein Bisasam verbinden oder fusionieren soll. Im Endeffekt wäre es ja am sinnvollsten, ihn mit einem Elektro-Pokémon zu fusionieren. Weil damit habt ihr beide Typen drin, gleich die Schwäche aus. Bisasam ist ja schwach gegen Flug-Pokémon. Und Feuer, das heißt mit einem Wasser-Pokémon. Wasser würde ich sogar hier fast noch interessanter finden. Oh, Nidoran weiblich, haben wir auch noch nicht. Fight. Tackle. Okay, er schreit mich an. Tackle und weg. Oh, weil der Angriff sinkt. Hat's nicht mehr gereicht. Tackle, jetzt wird's aber reichen. Ja, okay. Wieder 20 Erfahrungen. Also Level steigen ist hier gar nicht mehr so einfach. Okay, wir gehen hoch. In der Region waren wir noch nicht. Hip! Ups, sorry. Wat? My name is Brock. I'm the official gym leader in Porter City, not too far from here. Oh, wait, the progress here and you train. Okay. Kann ich hier trotzdem noch durch? Ja. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Uiuiui, wo bin ich denn hier gelandet? Welcome to the Pokémon League. Ja, okay. Lol, ich müsste 8. Krass, also das ist die Gegend, wo ich jetzt hier 8 Orden müsste ich haben und erst dann könnte ich hier fighten. Also der letzte legendäre Ort für mich. Okay, dann gehen wir jetzt zurück. Gehen in die nächste Gegend, gehen in die nächste Area. Und ich bin gespannt. Jetzt erstmal wahrscheinlich auf den ersten Arena-Kampf, denn der steht uns ja wahrscheinlich bevor. Und danach, weiß ich nicht. Erster Arena-Kampf und dann würde ich ja super gerne ein Wasser-Pokémon finden. Braucht man dafür nicht eine Angel oder so? Viridian City. Jetzt muss ich mich noch mal ein bisschen orientieren, aber wir können ja by the way noch mal das Poké-Center besuchen. Restore full health, would like your Pokémon. Yes, bitteschön. 4 Stück habe ich. Welche habe ich denn jetzt überhaupt? Bulbasaur, Spearowran. Und hier sehen wir dieses DNA-Zeichen. Okay, und das wird wahrscheinlich auch verhindern, dass wir dieses Pokémon auch weiter fusionieren können. Einmal fusioniert, ist es jetzt dann auch tatsächlich wahrscheinlich unveränderlich. Okay, war nicht hin Arena? Ne, Markt. Aber in den Markt können wir auch gehen, habt ihr auch noch nicht gesehen.
Zack. Wie viel Gold haben wir eigentlich? Müssen wir auch einiges haben. 200 nur? Jo, dann hole ich mir mal einen Pokéball. Krass, guck mal, der DNA-Splicer. Quitt. Zack und runter. Ja, wo gehen wir jetzt lang? Also hier scheint es nicht weiter zu gehen. Hier scheint es auch nicht weiter zu gehen. Das heißt, einzige Möglichkeit ist jetzt tatsächlich oben rum. Ach, da wo der besoffene Opa lag. Hier oben lag ein besoffener Opa. Und der ist tatsächlich weg. Das heißt, jetzt kann man oben lang. Wir sprechen nochmal ein Mensch. Hey, gehäuse. Jo, ihrem Opa geht's jetzt besser. Und jetzt gibt es hier doch bestimmt neue Pokémon. Gib mir irgendwas. Route 2. Okay, und das andere war der Route 22. Deshalb schon eine der letzten Routen. Was ist das zum Teufel? Katertata. Was zum... Sieht das krank aus oder was? Ey, das ist ja übelst krank. Ein Radfratz mit dieser Taub... mit dieser Raupi-Schnute. Das ist doch nicht normal, please. Level 2 will ich auch gar nicht fangen. Welches Level behalten die dann eigentlich? Ah, das wird gleich auch nochmal interessant. So, in jedem Gras will ich auf jeden Fall mindestens ein Pokémon sehen. Zubat, nee, das ist alles nicht interessant für mein Bisasam. Das ist inzwischen Level 11. Ich glaube Level 16, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, entwickelt es sich. Das schaffen wir nicht mehr in dieser Folge, aber vielleicht eine Fusion würde ich gerne mitnehmen. Wie ist denn das eigentlich, wenn man dann zwei Pokémon hat? Eins entwickelt sich zum Beispiel in dem Level, das andere in dem Level. Oder nehmen die alle Entwicklungen mit? Wäre natürlich auch mega. Okay, sauber. Weiter geht's. Ich brauche ein Wasser-Pokémon. Gib mir irgendwo ein Wasser-Pokémon. Okay, Forest. Das heißt, hier wird es auch... Flug-Pokémon geben. Flug. Mauzi! Ach was! Mauzi ist aber geil, ey. Mauzi mit Bisa. Nee, das kann ich nie machen. Mauzi war immer einer von den Bösen. Ihr wisst, was ich meine. So, aus Prinzip geht das nicht. Ich kann Bisasam nicht mit Mauzi verbinden. Wäre mit Sicherheit eine lustige Verbindung, aber eine, die mir auch nicht viel nützt. Was ist das? Antidote? Okay. Okay, ich finde ja hier gerne... Yo! Mauzi mit Raupi! Was zum Henker! Yo! Seht ihr diese Schnute? Das kann doch gar nicht sein. Das heißt, das Raupi war das Stärkere, weil der Körper ist immer das stärkere Pokémon, das Gesicht das Schwächere. Das heißt, bei mir wird der Körper Bisasam bleiben. Na gut, soll einfach sich ein bisschen trainieren. Weiter geht's. Kann ich hier nochmal rechts rum? Mal einmal komplett durch. Aha, ich wusste doch, hier ist irgendwas. Pokéball, sauber. 200 Gold schon mal gespart. Und das nächste. Und das nächste. Was haben wir hier? Zwei? Wie zwei? Oh, man kann auch Double Fights machen. Junge, was ist das da oben? Zubat mit? Was zum Teufel ist das da, ey? Ja, greif einfach an. Mauz, Alter. Sieht aus, als ob Mauz hier so eine Gasmaske an hätte und irgendwie vergast oder kontaminiert worden wäre. Bam, 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 bam. Okay, da muss man beide. Okay, erstmal beide auf das komische kontaminierte Mauzi. Das ist ja Weebat und Caterf. Ja, das Gute ist, die machen nicht viel Schaden. Double Fights, interessant, dass es auch diese Option gibt. Es gibt hier, so wie ich das mitbekommen habe, bisher zumindest nur die 151 ersten.
zerfetzt ihn, komm. Bumm. Und jetzt geht's nur noch auf den da. Ich, von den Anfangsviechern will ich mir auch eigentlich keinen fangen. Ist aber ganz cool, diese Doppelfights bewirken ja, dass ihr dann auch immer zwei Pokémon hochlevelt. Ist vergiftet. So, hau ihn weg, Bisasam. Bam. Jetzt ist die Frage, wie lange wirkt die Vergiftung jetzt noch? Ja, die wirkt noch. Sie wirkt noch, ich sehe das doch. Dafür brauche ich also die Antipoison. Hä, die hat Antidote. Spray-Liste. Ja, use auf jeden Fall. Wo ist der kleine Vergiftete? Er hat sich das verdient, er ist ein Level gestiegen. So, close back. Okay, und hier haben wir den nächsten Trainer. Komm ran, Junge! Look like a cool bug Pokémon. Ist das wieder ein Doppelbattle? Yo! Nidoran mit Raupi. Okay, gegen ein Level 7er kommen wir klar. Ich setze erstmal Leech Seed ein, ist nicht sehr effektiv. Aber da wird erstmal schön Leben regeneriert und dauerhaft ständig Schaden gemacht, das ist gut. Ansonsten arbeite ich weiter mit Tackle. Ja, sauber. So, jetzt werden ihm wieder ein paar Leben entzogen. Geile Fähigkeit, mag ich total gerne. Und nochmal ein Tackle. Nice. Da war schon mal den ersten. Und so steigt er. Ach, nein. Ich will mein Pokémon nicht switchen. Wen setzt er jetzt ein? Weoran. Okay, arbeiten wir. Ja, wir arbeiten einfach mit Tackle. Das hat sich bewährt. Hui, kritisch. Egelsamen ist immer gut. Stringshot? Okay, damit ist. Und ein Tackle. Schön Leben regeneriert und jetzt nochmal der letzte Tackle. Bam! Und das war's. Und damit steigt sogar mein Bisasam wieder das nächste Level. Level 12, ey, ist doch ein Biest. Tommy defeated Catcher Jim. Alles klar, wir machen uns weiter auf die Suche. Immer diese kleinen Gassen gehen. Ich erinnere mich noch damals, als ich gezockt habe, immer diese kleinen Gassen. Immer in diesen verwinkelten Ecken. Da findet ihr auf jeden Fall immer Pokebälle. Ja, wir bleiben aber Egelsamen. Das funktioniert gut. Ach so, jetzt habe ich Tackle eingesetzt, ne? Ja, okay. Tackle ist okay. Critical Hit. Ja, bei solchen Fights kriegt man nicht viel Erfahrung. Was ist das? Antidote. Schön. Wenn nochmal einer vergiftet ist. Nächster Fight. Aber eigentlich muss ich ehrlich sein. Raupi mit einem Safcon oder was ist das? Ach du Heilige, ist das krank, ey. Ist das krank? Stringshot, okay, dass der Speed ein bisschen fällt. Okay, viel Schaden mache ich nicht. Ich bleibe entsprechend beim Tackle. Nice, Tackle ist gut. Härtner auf jeden Fall. Härtner, glaube ich. Ist das auf Deutsch? Zack, komm. Und jetzt gehen noch ein paar Leben weg. Damit hat sich mein Bisasam schon vollständig regeneriert. Ist geflüchtet. Ernsthaft? Okay. Hallo, kleiner Pokémon-Trainer. They are Bugs. Mhm. Komm, zeig mal, was du kannst. Mit meinem Level 12 Bisasam kannst du nichts machen. Also der Anfang war das Schwerste. Ganz am Anfang, wo ich noch das Low-Level Bisasam hatte. Und die Gegner, oder in der Wildnis habe ich dann Taubsis und so gefunden, die erstmal einen schönen Vorteil hatten. Aber jetzt vom Level her bin ich schön weit vorne.
Stringshot, Junge, was Mist. Hast du ja noch verfehlt. Sauer. Bumm. Und weg. Nee, ich will nicht switchen. Also mit Raupi sehen die Pokémon mega sick aus. Damit defeated den nächsten Käferfänger und jetzt geht's weiter. Komm. Zack. Hier sind wir schon mal durchgekommen. Ich will es aber ehrlich gesagt schneller durchkommen. Weil ich lieber irgendwie halt ein schönes Wasser-Pokémon oder so fangen will. Und das endlich mit Bisasam. Ich will Bisasam noch fusionieren, bevor er sich zu Bisaknosp entwickelt. Machen wir einfach Leech Seed. Habe ich die Chance, noch mal ein paar Leben zu regenerieren. Stringshot! Diese Fähigkeit ist doch so scheiße! Und useless, komm, up. Und Tackle. Bumm. Oh. Da reicht jetzt sogar schon der Igelsam? Nee. Doch! Oh, und Bulbasaur ist wieder volle Leben. Na, ist schnell, schnell, schnell durch, 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 durch! Yes! Hier ist noch ein Käferfänger. Dich sehe ich da, Junge. Denkst du, versteckst dich da so frech im hohen Gras oder was? Oh, wieder ein Double Fight. Alter, das Raupi Zubat, das sieht böse aus. Und was haben wir da? Juna? Tackle, ja. Den. Tackle, ja. Erstmal machen wir Viuna kaputt. Nice, haben wir schön im Griff. Ah, ist vergiftet. Nein. Der Arme. Immer wieder ist er vergiftet. Komm, erstmal hauen wir den weg. Zack. Und hier nochmal ein Tackle. Und jetzt muss ich gleich einen Trank einsetzen. Oder wir machen es mal nicht. Oder? Nö, eigentlich nicht. Dann kann ich auch mal andere Pokémon einsetzen. Nice, den haben wir besiegt. Okay, viel Erfahrung bringt das nicht, aber interessant, dass sogar in der Wildnis solche Pokémon auftauchen. Alles klar. Bug-Pokémon are totally great. Das sehe ich nicht so und das werde ich dir jetzt beweisen, mein Freund. Oder meine Freundin. Bug-Catcher. Weaky. Das klingt schon ziemlich weak. Wortspiel. Opi. Na, den hau ich hier einfach mit entspannten Tackeln weg. Caterpie? No. Was ist ein Caterpie? Scheiße, Alter. Das sieht doch einfach nur krank aus. Das sieht doch zum Teufel noch mal so krank aus. Warte mal, der hat aber eigentlich Vorteil gegen mich. Da will ich erstmal noch einen Igelsamen hinterher knüppeln. Und? Okay, nice. Das war keine Flugattacke. Ich weiß auch gar nicht, ob der eine Flugattacke hat, so wie der aussieht. Das ist doch eine Ausgeburt aus der Hölle, dieses Viech. Nice, den haben wir besiegt. Nächstes Level. Ist ein Poison Powder? Ja. Kann ich mir jetzt die Attacken angucken? Ja. Okay. Zack. Eine Attacke, die keinen Schaden macht, gegen eine Attacke, die... Wie, er versucht.
versucht noch was zu erlernen. No. Warte mal. Ich will das Giftpuder will ich dann doch nicht. Ist ja interessant. Mit einem Level 2 Fähigkeiten? Yo. Bugcatcher Lena. Besiegt. Und damit sind wir in der nächsten Area. Hoffentlich gibt's... Ah, Pidgey fainted. Ist gestorben. Kann ich nichts machen. Oder könnte ich schon, aber ich bin ja wahrscheinlich gleich an einem Pokécenter. Wo sind wir jetzt? Immer noch Route 2? Gibt's hier schon neue Pokémon? Redbutt. Haben wir schon gesehen. Ist nichts Neues. Dann gibt's, gibt's einen Tackle einfach. Ah, keine Moves mehr. Okay. Wine Whip. Yo, it's not very effective, aber halbe Leben sind weg. Und nochmal ein Angriff. Nice. Okay, ab nach oben. Okay, das ist Pewter City. Hier ist der erste Arenaleiter. Das ist der, den wir vorhin gefunden haben, der uns den betrunkenen Opa rausgenommen hat. Zack. Pokémon werden geheilt. Yes, bitte. Pokémon sind geheilt. Danke fürs Warten. We restore Pokémon to full health. Und ich danke euch natürlich auch genauso fürs Zuschauen, Leute. Pokémon Infinite Fusion. Wenn ihr mal in die Beschreibung guckt, dann findet ihr den Link auf jeden Fall zu diesem Game. Es ist free to play und es macht einen Riesenspaß. In 2 bis 3 Tagen gibt es wieder die nächste Folge Pokémon Infinite Fusion. Ich danke euch fürs Zuschauen und in der nächsten Folge versprochen entweder Arena Fighter, also wir fighten gegen den Arena-Leiter, oder wir fusionieren unser Bisasam. Denn ich, also in der nächsten Folge versprochen, Bisasam wird, ich verspreche es euch einfach so, pass auf, Bisasam wird auf jeden Fall fusioniert. Wenn ich kein Wasser-Pokémon finde, dann fusioniere ich ihn mit einem der bestehenden Pokémon, die ich habe. Und genau, so machen wir das. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Stay positive. Ciao, ciao.